So, dann herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, einem sehr pirouettesken Let's Play des Spiels, das gleich nach dem Ladescreen auftauchen wird. Bound. Ich habe jetzt leider nicht darauf geachtet, ob das der Screen, den man gerade sieht, eigentlich den aktuellen Spielstand anzeigt. Ich hatte das Spiel nämlich schon mal etwas angespielt, um dann halt festzustellen, dass die Serververbindung nicht möglich ist, weswegen einige Netzfunktionen für diese Anwendung erst später verwendet werden können, wenn sich das System mit dem Server verbindet. Das Problem hatte ich beim ersten Mal irgendwie auch und dann eben jetzt nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht, ob da generell die Server ein klein wenig spinnen oder sowas. Generell das PlayStation Network oder ob das einfach irgendwie ein bisschen an der Programmierung des Spiels liegt. Es ist natürlich auch es sieht aus wie ein Indie-Spiel, ne? Eher ein Indie-Entwickler, der sich das wieder ausgedacht hat. Es sieht nicht einem großen Videospielentwickler aus, dafür ist es einfach zu originell. Ein bisschen blöd ist, man kann nur einen einzigen Spielstand anlegen. Das bedeutet, wenn ich von vorne anfange, muss ich von vorne anfangen. Aber keine Sorge, ich habe meinen Spielstand sowieso schon überschrieben. Also von daher muss ich von vorne anfangen. Aber das Gute ist, es ist jetzt beim zweiten Mal ein bisschen einfacher. Also der Stil ist wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Taucht einfach mal ein bisschen ein in die Welt von Bound. Was? Viel Spaß beim Einsammeln der Erinnerungen, genau. Möchten Sie Ihre Erinnerung überschreiben? Möchten Sie eine erneute Amnesie erleben? Ja, ich bin sehr dafür. Dieser Ladescreen erinnert mich immer ziemlich stark an Windows, spätestens seit Windows 10. Kästchen. Ja. War nicht bunt, aber das sind wir bei Ihnen was inzwischen auch nicht mehr. Da hat man Einsparungen gemacht. Ja, meistens hat man das nur in zwei Farben. Ich kann. Oh. Ja, los geht es. Ich kann auch schon meine Kamera bewegen die ganze Zeit, wie viel es bringt. Nicht so viel. Außer dass die Stimmung etwas zerstört. Sie kann ich besser einfangen. Die Augen sehen irgendwie komisch aus. Ich weiß, man hat sich. Aber wieso? Sind sie zu sehr hervorgehoben vielleicht? Ist es sowas? Ja. Das kann natürlich auch sein. Ich kann nicht so nah ranzoomen an diese schwangere Frau mit dem pittoresken Popo. Man kann es jetzt, wenn ich hier ein bisschen. Das soll ein ernsthaftes Let's Play werden. Kann man eigentlich hinten zurück. Ist das die Sequenz von davor? Ja. Interessant programmiert. Okay, also man kann nicht zurückgehen, sonst landet man immer wieder in derselben Sequenz. Ich versuche erstmal. Ich hatte auch beim ersten Mal so einen leichten Linksdreher. Ich musste irgendwie hier links lang gehen. Obwohl eigentlich schon abzusehen war, dass es hier nicht lang gehen würde, vom Strand her. Es geht aber auch nicht. Und sie läuft etwas komisch gegen die Wände. Sie streckt immer so einen Fuß nach hinten, den anderen nach vorne. Ja, genau. Die Slow-Motion-Schwangerschaft. Jetzt im That Dragon Cancer Spiel. Es gibt nicht viele Schwangere in Videospielen, wirklich nicht. Nein. Nein, nein. Das Wasser ist seltsam. Das hier ist auch kein reiner Lichteffekt. Diese Abgrenzung ist nochmal ein gezielter Effekt, den man irgendwie so haben wollte. Ja, dieses starre. Ja. Seltsam, denn es ist ja nicht. Es ist nicht unbedingt. Es ist nicht unbedingt oben. Ja, komischerweise schon, ja. Wahrscheinlich wollte man damit so einen Effekt künstlich herbeiführen. Aber tauchen wir doch lieber erstmal in die Atmosphäre des Spiels ein. Ich wollte eigentlich da hinten zum Haus hingehen oder sowas. Leider lässt das Spiel das nicht ganz zu. Stattdessen setzen wir uns mal. Ein bisschen an das Bild hinter der Couch vom Fernseher von Bei den Simpsons. Simpsons, ja. Vielleicht eine ungewollte Reminiszenz daran und schon tauchen wir ein in eine komplett fremde Welt. In unserer vielleicht Gedankenwelt, die sich vor uns eröffnet, das wird ein sehr interpretatives Spiel sein, mit sehr vielen interessanten Formen. Prinzessin.
Sollen wir das synchronisieren wie Hamutang? Geh und halte es auf. Doppelsynchronisation, das gibt es auch nicht in vielen Let's Plays. Das ist wie bei Shadow of the Colossus mit der männlichen und weiblichen Stimme zugleich. Für alle, die es noch. Oh Gott. Hä? Ich kann hier drauflaufen? Ich dachte mir, okay, ich springe jetzt. Ich bin nicht so blöd und springe hier runter. Nicht nochmal. Beim ersten Mal hat es wunderbar funktioniert. Ah, stattdessen mache ich hier oben gewagte Ideenübungen. Das sieht sehr interessant aus. Hier tauchen immer wieder Blöcke auf. Ist das das Wasser? Nein. Man das sagen kann, außer die Farbe des Kleins hat wirklich was damit zu tun. Das Moment, ist sie blau, ja. Ja, ich kann hier komischerweise in der Luft hochlaufen. Aber sowas eben auch wie einen Fallschaden. Ab einer irgendwie wohl schon. Es gibt wohl auch generell Schaden. Fläche aufkommt, die man sonst begehen könnte. Diese blauen Sachen, diese blauen Dinger hier sind wohl irgendwie Erinnerungen, die hinter uns her schweben. Fragmente vom Kleid. Und das Kleid sind unsere Erinnerungen. Nee, eigentlich noch nicht. Nein, wir greifen ein bisschen voraus, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Gehen wir erstmal voraus. Wir haben es hier zu tun mit einem. Es sieht aus wie in einer Kirche irgendwie. Und hier ist ein Thron. Vielleicht ist es aber auch einfach nur ein Thronsaal. Wobei ja, hat man in Thronsaal sehen, in Kirchenbänke. Ja. Oder hat das was mit der Hochzeit zu tun? Heirat, Familie irgendwie? Ja, ein schwarzer Würfel erscheint und verschwindet gleich wieder. Zuerst dachte ich beim ersten Mal, ich könnte ihn irgendwie einsammeln, das geht ja nicht so ganz. Ja, und hat sich die Tür dazu darin verwandelt. Hier geht's nicht lang oder ist das schon erstes Secret? Nee, schade. Der Weg sieht so aus. Wir sind hier noch nicht. Ab und zu sind hier ein paar Secrets versteckt. Müsste man mal finden. So, hier ist der erste. Bin ich auch beim ersten Mal runtergefallen. Ja, der Schatten zeigt manchmal an, wie eine kleine Sprunghilfe, wie man hier lang springen kann. Was übrigens auch. Oh, dieses Wasser ist. Oh. Ja, ein interessantes Wasser, muss ich sagen. Also sehr kubistisch, der Stil. Das ist ein Druckschalter. Und auch diese Statuen kann ich verschwinden lassen, wie alles andere auch, wenn ich davor stehe. Durch die Statuen schon, ja, die halten einen nicht unbedingt auf. Lösen sich tatsächlich auf, während andere Flächen, die man jetzt hier sieht. Ja, nur verschwinden. Ein bisschen schöner vielleicht als bei den Sims. Ja. Bound. Ich hoffe, ich kann. Ja. Ich hoffe. Oh, dieses ganze Verschwimmen ist fürchterlich. Das sieht wiederum cool aus. Oh, dieses schnelle immer. Oh. Von sich selbst aus das einfach ja, willkürlich berechnet mit den Bewegungen. Du meinst also, dass die Berechnung nur durch, was man auch bei No Man's Sky hat, so ein. Ja, ein Algorithmus. Ein Algorithmus, ja. Hier hat man, ja, wie hier diese Gravitationswelle. Ja. Hat, ja. Elemente, die Blöcke in Bewegung bringen. Und. Abgesehen davon ist die Frage, ob es. Ja, ja. Aber es ist halt einfach ein Algorithmus, der sie halt zufällig möglich, also pseudo-zufällig bewegen lässt, oder ist es wirklich eine zufällige Bewegung? Das heißt, es müsste immer für jeden Block ein Zufallsfaktor errechnet werden oder sowas, und das wäre vielleicht ein bisschen zu viel. Also eventuell ist es tatsächlich. Ich gucke es nur tanzenderweise durch. So, oh, hier. Wir sehen überall einen roten Faden. Wir haben so komische bunte Linien. Und hier ein Schatten. Wir gehen auf unseren Schatten zu. Halte zum Rennen die Taste gedrückt. Okay, ich kann schneller auf meinen Schatten zu. Das ist doch eindeutig mein Schatten, ne? Also, ja. Auf der anderen Seite auch wieder. Was hat das mit diesem Schatten auf sich? Warum gehen wir durch den Schatten durch und wir springen über. Achso, das ist. Okay, damit sind wir jetzt quasi.
bewegen wir uns langsam auf uns. Ist das auch wieder, ist das auch wieder unser Schatten? Wieder Nee, ist interessant, nicht. dass sie diese Pirouette erstmal macht beim Schwein. Ja, das ist ja ungewöhnlich. Normalerweise geht man ja einfach, man kennt es ja bei anderen Spielen, wie man da lang geht. Und hier auch, man tänzelt so lang. Also nicht tippeln, sondern es ist wirklich tänzeln. Und das bei diesem fragilen Weg. Ich frage mich, ob es einfach nur ein Stilmittel ist oder ob es auch so eine Unsicherheit zeigen soll, dass diese Welt so. Also es ist sehr auffallend. Man hat es in keinem anderen Spiel wahrscheinlich, weil es für die meisten auch zu kompliziert zu programmieren ist. Aber es ist sehr schön. Und Halt so eine Symbolik, dass alles etwas vage ist und im und Fluss ja, ja die Erinnerungen ist verschwimmen. lebendig. Nicht, ja genau, es sind eben auch die, es ist die Erinnerungswelt und die ist nicht unbedingt sicher. Die ist halt so wie sie, ja, ist aber halt nicht so ganz hundertprozentig greifbar. Hier ist wieder unser Schatten. Wir bewegen uns langsam weiter. Wir gucken, wo ich eigentlich den nächsten Schnitt ansetze. Ja, Vielleicht bei der sehr nächsten vorsichtig sein, Sequenz oder weil sowas. auch hier die nächste vom Schnitt in die Treppe ist. Dann schon mal. Ja. Und dann So, jetzt kann sind wir ich die erst die Druckschalter. Schnitte auch. Es geht gerade so. Kann ich hier eigentlich nochmal hoch? Oh, interessant. Ja, das ist die Abkürzung, die du Ah, auswählen konntest quasi. damit konnte ich beide Wege gehen. Ich könnte natürlich auch einfach hier hochgehen können. Ist komisch, manchmal gibt es Abkürzungswege, die keinen Sinn machen, außer dass man halt Abkürzungen geht, alternative Wege, Ja, aber sie machen keinen bei Teil Vorteil. später gibt es eine Abkürzung, die wirklich einen großen Teil des Weges einen Ja. erleichtert und auch noch ein Bin Secret drunter durch. enthält. Natürlich, klar. Das hier sind keine. Ich habe jetzt nicht so viel. Aber du kommst da auch hin. Interessant. Was zum Teufel? Es Ja. ist. Was? Nein! Oh, das war der Fallschaden. Ich wollte ihn nur mal kurz austesten. Ja, das war Ich der Fall. komme hier hoch. Okay. Fallschaden ist Hä, vielleicht. hä, hä, aha, ich muss einfach weiterspringen. Hier geht's auch wieder. Oh mein Gott, werde ich ein Secret oder einfach nur eine Abkürzung finden? Was? Hey, ich komme hier nicht mehr hoch, oder? Nee, da ist die Komm! Hecke auch, das sieht man. Ja, nicht Schon. unter Wasser, nicht eng genug. Ah, Ja, verdammt, dann. das ist. Nee, Oh. das wollten sie nicht, dass du da oben Warum? rumschwimmst. Es ist doch so eine. Ich bin so kurz davor. Hätte es passen müssen. Eigentlich hätte es passen müssen. Da oben ist doch auch ein. Ist da oben Kannst du irgendwas? das nicht glauben, dass du da nicht hochkönnen solltest? Nee. Aber da komme ich nicht hoch. Das geht nicht. Und hier, ich kann das leider nicht sehen, was da. Aber ich komme von der Treppe, über die Treppe sowieso da hoch. Also von daher macht es nichts. Aber hier sollte ich jetzt nicht unbedingt runterspringen. Ich kann nur hier runterspringen, also mich Fallschaden nehmen. Aber ich muss halt hier so langsam Ja, runter. es wundert mich erst recht, dass du hier hoch kannst, aber Nicht gut. runter. Bam, Fallschaden. Und er speichert, damit mein Schaden gleich, damit das Spiel sich gleich den Schaden unbedingt merkt. So. Natürlich, es kennt sich von mir, sozusagen, wenn Schaden da Was erfragt wird, das, das, ob du tatsächlich jetzt dort Schaden nimmst in dem Sinn oder ob es quasi Ja. eine nicht sichtbare regenerative Leiste gibt. Also Ja. sprich, dass du tatsächlich einen Schaden genommen hast. Und wenn du jetzt irgendwie weiteren Schaden bekommen würdest, du schneller tot wirst, als wenn jetzt nur der andere Schaden auf dich einbringen würde. Also das ja, das Brautkleid bleibt immer noch Blaukraut. Also von daher das habe ich mir sehr lange überlegt, jetzt die letzte Minute lang. Oh, ja, hier kommen wir schon zu einem Punkt. Hier ist dieses. Es sieht, ja, das war auch der Wesen erste. mit Katzenohren. Ein Wesen mit Katzenohren und hier dieses Schachbrett. Ich, warte mal, ich bin letztes Mal hier lang gegangen. Hier käme ich hoch. Verdammt, das hätte eigentlich gehen müssen. Naja, ich weiß nicht, ob es eventuell auch eine Trophäe dafür gibt, wenn man diese Wege irgendwie geht, diese Abkürzungswege. Guck mal, bin ich jetzt hier lang? Nee, wahrscheinlich trigger ich genau dasselbe. Letztes Mal bin ich nämlich links lang und da hat er dann das hier gemacht. Das macht er hier jetzt aber auch. Diese fiese Fratze. Diese fiese Katzenfratze. Oh. Und hier ist die Sache, die viele Horrorspiele unbedingt brauchen. So eine fragmentarische Erinnerung, das ist cool. Vor allem sieht es so nach Asche aus und alles setzt sich so cool zusammen. Und hier, wir setzen das mal so langsam zusammen, das in der Mitte. Oder ich kann ja den Raum später noch erleuchten. Hier haben wir auf jeden Fall einen Vater, eindeutig derjenige, der hier auch mit dieser Geste die Figur umstößt. Wahrscheinlich sind wir damit schachmatt. Er stößt unseren König um, genau, das war auch der König, er hat uns also besiegt im Schach und das finden wir als Kinder nicht so toll. Wir sind wahrscheinlich
Ja, also das ja unsere Erinnerung ist und wir vermutlich mal von der Frau da ausgehen können, sind wir also vermutlich dieses blonde. Warte mal, war sie eigentlich blond? Wahrscheinlich dunkler, ne? Das heißt, danach gedunkelt oder sowas. Das könnte immer noch sie sein. Ja, ist der, dieser Raum hat keine Abgrenzung. Das ist komisch. Vielleicht ist die Erinnerung noch ein Ja, bisschen zu vage. die Man erste vage erinnert sich Erinnerung nicht an die so. Familie Vielleicht erhalten geblieben kommt ist. dann später immer mehr und mehr. Es hat sich auch schon die Tür geöffnet nach dieser Anscheinend sehr vagen sind hier Erinnerung. wirklich Schachtel die zentralen Lichter des Raumes, Ja. während bei der nächsten, die wir noch gesehen haben, die ja die ganze Szene Oh, sowas sieht so sehen schön lässt aus. und ich wahrscheinlich immer davon ausgehe, dass das ein sehr viel eindringlicherer Klang ist, einschneidender. Ja, also es ist wirklich toll. Ich gehe mal ins Licht und mache dabei mal kurz einen Schnitt, falls das möglich ist. Und zwar an dieser Stelle jetzt. Bis gleich.